Yo, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauer. Ich bin's mal wieder, euer Belias. Und dieses Mal bringe ich euch ein weiteres Digimon-Lore-Video, in welchem ich euch die Hintergründe, Zusammenhänge und die Geschichte diverser Dinge in der Welt der Digimon-Franchise etwas näher bringe. Da mein letztes Lore-Video über die sieben Dämonenkönige so gut angekommen ist und so viele in den Kommentaren nach weiteren Videos in der Reihe gefragt haben, habe ich entschlossen, ab jetzt regelmäßig Digimon-Lore-Videos zu bringen. Seid also gespannt. Schaut doch bei meinen Streams auf Twitch vorbei. Dort streame ich unter anderem Digimon-Games und andere japanische Rollenspiele. Am Tag, an dem dieses Video hier rauskommt, streame ich zum Beispiel um 19 Uhr Digimon World Dawn. Und ihr könnt mich unter twitch.tv/belias_lp finden. Schaut doch einfach mal vorbei. Alle Infos und Geschichten aus meinen Digimon-Lore-Videos entnehme ich den offiziellen japanischen Digimon-Reference-Books von Bandai, welche online übersetzt worden sind. Die Infos werden also nicht von mir erfunden. Heute wollen wir uns mit einer weiteren Digimon-Gruppierung befassen, die wohl bekannteste in der Digimon-Community. Und zwar geht das Video heute um die Mitglieder der Königlichen Ritter der Digi-Welt, auch bekannt als die Royal Knights. Die Königlichen Ritter sind eine Allianz aus 13 sehr mächtigen heiligen Ritter-Digimon, welche die Digi-Welt beschützen und von anderen Digimon die Schutzgötter des Netzwerks genannt werden. Der mysteriöse Hostcomputer namens Yggdrasil, der die Digi-Welt eines Servers regiert, hatte einst die Königlichen Ritter um sich versammelt, um die Welt besser kontrollieren zu können, und seither dienen sie ihm. Da den Königlichen Rittern der höchste Rang der Network Security zugeteilt wurde, ist es absolut unmöglich, in ihrer Nähe die Security des Servers zu umgehen. Auch wenn alle 13 Mitglieder bereits bekannt sind, gibt es einzelne Mitglieder, die selten in Erscheinung treten, und grundsätzlich versammeln sich die Königlichen Ritter selten alle gemeinsam an einem Ort. Jeder der Königlichen Ritter verfolgt seine eigenen Prinzipien. Manche von ihnen sind Yggdrasil stets loyal, während andere nach eigener Macht und Gerechtigkeit streben. Durch ihre eigenen Ziele und Vorstellungen gibt es Missionen, bei denen manche gemeinsam arbeiten. Doch manchmal widersprechen sich einzelne Missionen der Mitglieder, was dazu führt, dass sich diese gegenüberstehen, statt an einem Strang zu ziehen. Auch wenn die Königlichen Ritter selten in die Geschehnisse der digitalen Welt eingreifen, gibt es eine Prophezeiung, die seit der antiken digitalen Welt weitergegeben wird. Eines Tages wird die digitale Welt vor ihrer größten Krise stehen, und zu diesem Zeitpunkt werden sich alle der Königlichen Ritter versammeln und zusammen dagegen angehen. Es gibt die Theorie, dass das Konzept der Königlichen Ritter aus der Digimon-Franchise auf den sogenannten Rittern der Tafelrunde von König Arthur basieren. Da Bandai dies jedoch nie offiziell bestätigte, ist dies nur eine Vermutung und kein Fakt. Als nächstes möchte ich euch die einzelnen Mitglieder der Königlichen Ritter nacheinander vorstellen. Fangen wir doch am besten mit Alphamon an. Alphamon ist vom Typus Serum und befindet sich auf dem Level Mega. Seine bekanntesten Attacken sind die Klinge des Drachenkönigs, die Seelendigitalisierung, die Alpha Inforce und das heilige Schwert Gradalpha. Alphamon ist zwar Mitglied der Königlichen Ritter, tritt jedoch nur äußerst selten in Erscheinung. Durch seine besondere Fähigkeit, welche sich Alpha Inforce nennt, kann Alphamon den kompletten Kampf in einem Augenblick vor und zurückspielen, um diesen dann zu analysieren. Alphamons Angriffe laufen jedoch so schnell ab, dass man mit dem bloßen Auge nicht erkennen kann, wie viele Angriffe es tatsächlich ausgeführt hat. Theoretisch kann man nur den letzten Schlag erkennen, welcher dessen Feind in die Knie gezwungen hat. Außerdem kann Alphamon einen magischen Bannkreis aus Digicode freisetzen, welcher von alleine in der Lage ist, anzugreifen und zu verteidigen. Alphamon hat grundsätzlich noch eine weitere Form auf dem Super-Mega-Level, welche sich Alphamon Oriyuken nennt, bei welchem dieser Oriyumon ein Mega-Level-Digimon als Waffe nutzt. Dieser Modus wurde speziell für den Film Digital Monster X Evolution erfunden und kam dann erneut in Digimon Adventure Tri vor. Das nächste Mitglied, welches wir uns anschauen wollen, ist der Perfektionist Craniumon. Craniumon ist vom Typus Serum und befindet sich auf dem Mega-Level. Seine bekanntesten Attacken nennen sich Clium Solai, was zugleich der Name seiner Waffe ist, sowie Himmlischer Atem und Letzter Walzer. Craniumon ist einer der loyalsten Diener Yggdrasils und steht im Wettkampf mit den anderen Königlichen Rittern, um die meisten Missionen Yggdrasils erfolgreich abzuschließen.
Seinen Prinzipien nach ist es ihm wichtig, einen Gegner im 1 gegen 1 zu besiegen und er ist stets erfreut, gegen mächtige Feinde anzutreten. Craniumon hat eine nahezu undurchdringliche Rüstung, dessen Code von Yggdrasil modifiziert und zu schwarzem Digizoid gemacht wurde. Das nächste Mitglied ist kein anderer als Dukemon, für einige auch bekannt unter dem Namen Gallantmon. Dukemon ist vom Typus Virus und befindet sich auf dem Mega-Level. Seine bekanntesten Attacken sind der Blitzjost, das Schild der Gerechtigkeit und die Königslanze. Seine bloße Existenz ist ein wandelnder Widerspruch. Dukemon ist ein Schutzgott des Netzwerkes, obwohl es vom Typus Virus ist. Und nur die kleinste Störung der inneren Ruhe könnte schon dafür sorgen, dass es zu einer Gefahr für die digitale Welt wird. Dukemon ist in eine heilige Rüstung gehüllt, die zu 99,9% aus reinem Chrom-Digizoid besteht und es trägt eine heilige Lanze namens Gram sowie ein heiliges Schild namens Aegis bei sich. Es hält Ritterlichkeit in allen Ehren und ist ein treuer Diener Yggdrasils. Dukemon verfügt noch über eine weitere Form auf dem Super-Mega-Level namens Dukemon Crimson Mode, ist jedoch nicht in der Lage, diese Form lange aufrechtzuerhalten. In dieser Form zieren weiße Flügel seinen Rücken und er trägt Gungnir, seine aus heiligem Licht bestehende Lanze, sowie Blutgang, sein Schwert, das ebenso aus heiligem Licht besteht. Seine spezielle Fähigkeit nennt sich Quo Vadis. Das nächste Mitglied, welches wir uns anschauen, ist Magnamon, das einzige Mitglied, welches durch eine Armor-Digitation entstanden ist. Es ist vom Typus Serum und seine Stärke ist mit der eines Mega-Level-Digimon gleichzusetzen. Seine bekanntesten Angriffe sind Magnastrahl, Plasma-Torpedos und die Plasma-Wolke. Magnamon ist durch die Kraft des Digi-Armor-Eis des Wunders auf dieses Level digitiert und besteht aus dem Supermetall, welches man Chrom-Digizoid nennt. Dadurch besitzt es eine phänomenale Verteidigung. Man sagt, dass jene, die die Kraft des Digi-Armor-Eis des Wunders erlangen, durch wundersame Weise jede Hürde überwinden mögen, die vor ihnen liegt. Somit ist auch Magnamon ein Symbol des Wunders. Das nächste Mitglied, welches wir uns genauer anschauen, ist Dynasmon, dem die Macht des Lindwurms innewohnt. Dynasmon ist ein Digimon vom Typus Datei und befindet sich auf dem Mega-Level. Seine bekanntesten Attacken sind der Lindwurm-Odem sowie das Drachengebrüll. Es ist seinem Meister Yggdrasil stets loyal und folgt dessen Sinn der Gerechtigkeit, ohne ihn jemals zu hinterfragen, komme was wolle. Es schätzt Dinge wie Ritterlichkeit, Ergebenheit, Treue und Anstand und setzt diese an erster Stelle. Durch seine drachenartigen Kräfte und seiner Drachenrüstung, welche aus Chrom-Digizoid geschaffen wurde, kann Dynasmon mit unvergleichbarer Stärke punkten. Ein weiteres Mitglied der königlichen Ritter, welches wir uns nun anschauen werden, ist Lord Nightmon, für einige von euch sicherlich auch als Crusadermon bekannt. Es ist vom Typus Virus und befindet sich auf dem Mega-Level. Seine bekanntesten Attacken sind die Spiralmaskerade sowie Athenes Faust. Lord Nightmon hat eine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit, welche oftmals Moralität außen vor lässt, und es glaubt daran, dass alle Mittel zum Zweck der Richtigkeit entsprechen, solange das Ergebnis stimmt. Lord Nightmon ist eher skrupellos in der Ausführung der eigenen Mission und zeigt keine Gnade für Schwäche. Wenn eine Herrschaft über Schwächere zu Frieden führen würde, so ist dies in Lord Nightmons Augen der richtige Weg. Alphorce Vidramon ist der nächste königliche Ritter, welchen wir uns etwas genauer anschauen wollen. Er ist vom Typus Serum und befindet sich auf dem Mega-Level. Seine bekanntesten Attacken nennen sich Strahl des Sieges, Siegesschwert, Drachenimpuls X sowie Tensecrity Schild. Alphorce Vidramon kam das erste Mal in meinem Lieblings-Digimon-Manga V-Tamer 01 vor und entsteht dort aus Serumaru, dem Partner des Protagonisten. Alphorce Vidramon ist ein Digimon, welches auf einer Legende aus einer alten Prophezeiung der antiken digitalen Welt basiert, in welcher es heißt, dass in der größten Not die Zusammenkunft der königlichen Ritter kommen wird und zu diesem Zeitpunkt auch Alphorce Vidramon erscheinen wird. Es ist das schnellste Digimon unter den königlichen Rittern und kein anderes Digimon kann es mit der Geschwindigkeit von Alphorce Vidramon aufnehmen. Eine Rüstung aus dem superleichten blauen Chrom-Digizoid ziert den Körper dieses Digimons, sodass diese seine Kräfte nicht einschränken mag. Außerdem hat Alphorce Vidramon noch eine weitere Form, welche sich Future Mode nennt. In dieser Form befindet es sich auf dem Super-Mega-Level, welches auch als Super-Ultimate bekannt ist. Gerüchten zufolge soll dieses Digimon so schnell sein, dass ihm die Fähigkeit zuteil ist, die Nullen und Einser der Codes schneller zu editieren, als Angriffe es möglich machen würden.
Der nächste von den königlichen Rittern, den wir uns anschauen wollen, ist Sleipmon, welcher auch als Kentaurosmon bekannt ist. Sleipmon ist vom Typus Serum und befindet sich auf dem Mega-Level. Seine bekanntesten Attacken heißen Bifrost und Odins Atem. Sein gesamter Körper wird von einer Rüstung aus rotem Digizoid bedeckt, wodurch ihm eine gute Verteidigungskraft gegeben ist, und durch seine 6 Beine verfügt Sleipmon über eine extrem hohe Geschwindigkeit. Sleipmon wacht über antike Ruinen, welche tief unter dem dicken Eis am Nordpol der Digiwelt schlummern, in welchen wichtige Daten gelagert werden, die die Erschaffung der Digimon dokumentieren. Außerdem verfügt Sleipmon über eine heilige Armbrust namens Muspelheimer, sowie über ein heiliges Schild namens Niffelheimer. Als nächstes kommen wir zu Duftmon, einem königlichen Ritter, welcher auch als Leopardmon bekannt ist. Duftmon hat den Typus Datei und befindet sich auf dem Mega-Level. Welle der Auslöschung und schwarze Aura-Explosion sind die bekanntesten Angriffe Duftmons, welcher außerdem über einen Moduswechsel verfügt, über welchen er frei verfügen kann. Duftmon kann jederzeit in den sogenannten Leopard-Mode wechseln, woraufhin dieser zu einer eher animalischen Form wechselt, in welcher er außerdem über die Angriffe Eroberung, Blockade, Wolkenkratzer und Vulkanzerstörer verfügt. Als nächstes schauen wir uns Examon, das nächste Mitglied der königlichen Ritter, genauer an. Examon ist vom Typus Datei und befindet sich ebenfalls auf dem Mega-Level. Zu seinen Attacken zählen Angriffe wie Avalons Tor, Pendragons Ruhm und der Dracheneinschlag. Da Examon über eine unfassbar enorme Datenmenge verfügt, konnten herkömmliche digitale Tools diesen nicht vollständig darstellen. Und als die Technologie voranschreitete, gelang es endlich, die Existenz von Examon zu bestätigen. Auch wenn Examon Teil der königlichen Ritter ist, steht es außerdem an der Spitze der Drachenhierarchie und ist außerdem als der Drachenkaiser bekannt. Seine Flügel namens Kaledwilch sind gigantischem Ausmaßes und besitzen ein eigenes Bewusstsein. Examon trägt außerdem eine gigantische Lanze, die man Ambrosius nennt. Seine Flügel Kaledwilch können jederzeit zum Fliegen, jedoch auch als undurchdringliches Schild dienen, da sie aus Chrom-Digizoid bestehen. Außerdem ist seine Lanze Ambrosius mit jeglicher Art Viren geladen, was Examons Angriffe sehr vielfältig macht. Das nächste Mitglied ist nicht bloß selbst ein königlicher Ritter, sondern auch der Lehrmeister des darauffolgenden königlichen Ritters. Die Rede ist von keinem anderen als Gankomon, welches den Typus Datei trägt und sich auf dem Mega-Level befindet. Gankomon wird von einem inneren Geist beseelt, welcher sich Hinokamui nennt. Dieser steht ihm stets zur Seite und greift dessen Feinde an, so wie Gankomon die Worte Beben, Explosion, Feuer, Vater ruft. Außerdem beherrscht es eine Technik namens Tekken Sessai und ist für den Tischwurf bekannt. Eine Technik, bei der es den Erdboden aufreißt und diesen ähnlich wie bei einem Tableflip um sich wirft. Auch wenn Gankomon offiziell dem Südwesten der Digiwelt zugeteilt wurde, ist Gankomon eher ein Nomade, der umherreist und beim Anzeichen von Chaos und Verwüstung überall auf der Digiwelt einschreitet. Außerdem ist Gankomon der Lehrmeister von Hackmon, einem Rookie-Digimon, welches anstrebt, der 13. königliche Ritter zu werden. Gankomons Lerntechnik ist Hackmon gegenüber oft skrupellos, jedoch soll ihm dies ermöglichen, eines Tages selbstständig zu werden und zum Rang eines königlichen Ritters aufzusteigen. Eines Tages digitiert Hackmon bis hin zum Mega-Level und somit kommen wir zum nächsten Mitglied der königlichen Ritter. Die Rede ist von Jazzmon, dem Schüler von Gankomon mit dem Typus Datei, welches sich nun auf dem Mega-Level befindet. Seine bekanntesten Attacken sind das Klingenurteil, bei welchem er mit den Klingen an seinen Armen und seinem Schweif angreift, sowie der Weltgeist, eine Fähigkeit, die ihm ermöglicht, allen Angriffen zu trotzen. Anders als die anderen königlichen Ritter ist Jazzmon sofort zur Stelle, wenn in der digitalen Welt Hilfe gebraucht wird, und es trägt einen hohen Gerechtigkeitssinn. Außerdem ist es ähnlich wie sein Meister von 3 Geistern beseelt, welche sich Ato, René und Por nennen, und diese unterstützen Jazzmon tatkräftig in Kämpfen. Nach all dem Training mit dessen Meister Gankomon erreicht Jazzmon das Super-Mega-Level, welches auch als Super-Ultimate bekannt ist, und wird somit zu Jazzmon GX. In dieser Form verfügt Jazzmon über eine Waffe namens Unlimited Gauntlet, welche zwischen einem Schwert-, Faust- und Schildmodus wechseln kann. Außerdem beherrscht es eine Fähigkeit, bei der Jazzmon GX selbst zur 14. ultimativen Klinge wird, indem es die Macht der königlichen Ritter konzentriert und einen Angriff auf den Feind ausführt, der diesen sofort löscht, unabhängig davon, wie stark dieser ist. Zu guter Letzt kommen wir zum bekanntesten der königlichen Ritter, auf den ihr sicherlich auch schon gewartet habt.
Die Rede ist von Omegamon, in Deutschland auch als Omnimon bekannt, eine DNA-Digitation aus Wargreymon und Metallgarurumon. Omegamon ist vom Typus Serum und befindet sich auf dem Super-Mega-Level. Seine mächtigsten Angriffe sind das Grey-Schwert, welches sich im Wargreymon-Kopf an dessen linken Arm befindet, sowie die Garuru-Kanone, die sich im Metallgarurumon-Kopf an dessen rechten Arm befindet. Außerdem beherrscht es den Omega-Blast und das Schild des Mutes, welches sich auf seiner linken Schulter befindet und als ein Schutzmechanismus funktioniert. Omegamon ist ein Allrounder-Krieger, der durch die Garuru-Kanone und das Grey-Schwert problemlos in der Lage ist, Nah- und Fernkämpfe zu gewinnen. Außerdem verfügt Omegamon über verschiedene Versionen seiner selbst. Diese gehören jedoch nicht zu dem einen Omegamon, welches zu den königlichen Rittern gehört, und ich plane ein separates Video zu machen, in welchem ich euch alle bisher bekannten Formen von Omegamon zeige und diese genauestens erkläre. Dies sind die 13 königlichen Ritter, die Yggdrasil untergeben zur Seite stehen. Jetzt, am Ende des Videos, möchte ich noch ein paar kurze Fakten zu den königlichen Rittern raushauen. Es gibt ein weiteres Digimon, welches in Verbindung mit den königlichen Rittern steht, jedoch kein Mitglied ist. Die Rede ist von Imperialdramon Paladin Mode, welches die Royal Knights als ihren Vorfahren ansehen. Imperialdramon hat die Kraft Omegamons in sich aufgenommen, um so die Omega-Klinge zu erschaffen und das Super-Mega-Level zu erreichen. Es ist vom Typus Serum und zählt als antiker heiliger Ritter, welcher in der Erzählung einst die alte antike digitale Welt vor ihrer absoluten Zerstörung rettete. Die Legende besagt, dass die königlichen Ritter eines Tages auf Befehl Yggdrasils in den anderen Server in die digitale Welt namens Iliad reisen werden, in welchem die Olympus 12 herrschen, eine mächtige Gruppierung, die den königlichen Rittern ebenbürtig ist und dort ihre eigene digitale Welt beschützt. Ob sie sich mit den Olympus 12 verbünden werden oder gegen diese kämpfen werden, ist noch ungewiss. Zu den Olympus 12 werde ich auch noch ein separates Video machen. Die königlichen Ritter sind außerdem in einigen Anime-Staffeln von Digimon bereits als Teilgruppe aufgetreten. In Digimon Frontier kommen Dynasmon und Lord Nightmon als Untergebene des gefallenen Engels Lucimon vor und in Digimon Data Squad tauchen die königlichen Ritter vorerst als Antagonisten auf, da Yggdrasil ihnen befahl, die Menschenwelt zu zerstören, da diese drohte, mit der digitalen Welt zu kollidieren. Auch in manchen Digimon-Games spielen die königlichen Ritter eine größere Rolle. So zum Beispiel in Digimon World Cyber Sleuth, in welchem die ganze Story auf eine Uneinigkeit der königlichen Ritter basiert und diese sich vorerst in zwei Gruppen teilen. Das war's vorerst von meiner Seite aus zu den königlichen Rittern, auch bekannt als die Royal Knights aus der Welt der Digimon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet und vielleicht auch einmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, in das 7 Dämonenkönige Video von mir reinschauen würdet. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann bedanke ich mich bei euch allen recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Digimon-Video und dann würde ich sagen, ich bin euer Belias. Bis dahin, ciao, ciao.